Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Tobis Hardware. Ich bin nicht der Tobi, ich bin der Roy. Was wollen wir uns heute anschauen? Heute geht es mal wieder um Gehäuse. Und zwar haben wir hier das CTE 600 MX von Thermaltake. Ein schönes Gehäuse, ein großes Gehäuse. Was es kann, ob das was taugt, schauen wir uns natürlich an. Ich würde sagen, es geht los nach einem kurzen Intro. Was haben wir jetzt hier grundlegend erstmal vor uns stehen? Beim CTE 600 MX handelt es sich um Dual-Chamber-Gehäuse, kann man hier schon erkennen. Wir haben ein Glas-Seitenteil, vorinstalliert kommt es mit einer Mesh-Front. Wir haben aber auch die Möglichkeit, mit der mitgelieferten Glasplatte, dieser hier, das einfach auszutauschen. Geht auch wirklich sehr, sehr einfach. Und zwar da vorne hier einfach Panel abziehen, rausklipsen und die Glasplatte dementsprechend reinstecken. Also überhaupt kein Problem. Das ist ein relativ großer Tower. Wir haben hier das CTE-Design von Thermaltake. Das heißt, dass unser Mainboard grundsätzlich gedreht ist. Wir haben die rückseitigen Anschlüsse vom Mainboard nach oben ausgerichtet. Die Kabel müssen also oben rausgeführt werden. Man kann sie entweder hier rausführen, alternativ natürlich auch hier. Also die beiden Möglichkeiten bestehen. Ich würde sagen, wir gucken uns jetzt mal das Gehäuse im Detail an, rufen es ein bisschen auseinander. Ich sage es gleich vorweg, ein Bild wird da dran nicht kommen, denn das Gehäuse soll jungfräulich zu einem von euch gehen. Deswegen werden wir da nichts reinbauen, dass wirklich das Gehäuse in dem Zustand, wie es jetzt ist, auch bei euch ankommt. Wir haben ja jetzt praktisch schon damit angefangen, das Gehäuse zu zerlegen. Die Front ist schon mal ab, habt ihr gesehen, ging ganz einfach. Sehr schön ist, wir haben hier einen magnetischen Staubfilter. Können wir einfach rausnehmen. Reingehen sie genauso einfach wieder. So hier oben anfädeln. Na. Reinschieben und dann klipsen die auch wieder magnetisch hier rein. Ebenso leicht wie die Front geht natürlich auch das Seitenteil ab. Dazu hier oben anfassen, abziehen. Das hält auch von alleine tatsächlich. Es kippt nicht weg. Das finde ich schon mal sehr gut. Nach oben wegnehmen. Zack, haben wir auch unser Seitenteil schon deinstalliert. Dasselbe funktioniert natürlich auch an der Rückseite. Auch wieder alles werkzeuglos. Hier haben wir auch einen Staubfilter. Den können wir auch wieder entnehmen. Auch hier wieder Mesh. Und die Rückseite funktioniert genauso problemlos. Das finde ich wirklich super. Auch hier, das Seitenteil kippt nicht weg. Nach oben raus. Und auch hier haben wir an den zwei großflächigen Ventilationsöffnungen magnetische Staubfilter. Die haken unten praktisch ein. Also reinschieben, loslassen und dann hält das. Finde ich auf jeden Fall sehr gut gelöst. Und wie gesagt, dass das alles hier wirklich werkzeuglos geht, ist für mich ein riesen Pluspunkt an dem Gehäuse. Das finde ich wirklich sehr gut. Also, hier oben haben wir auch noch unseren Deckel. Hier oben ist auch unser I/O-Panel drauf. Wir haben zweimal USB Typ A, wir haben einmal USB Typ C, Klinkenanschlüsse. Wir haben hier noch einen Reset-Button und einen großen Power-Knopf. Und auch hier genauso werkzeuglos wie der Rest. Und hier haben wir auch unseren Staubfilter drin. Und der ist etwas anders. Der muss zur Seite rausgezogen werden. Könnt ihr hier drauflegen, reinschieben. Fertig. Also alles in allem gefällt mir das schon mal sehr gut. Was erkennen wir weiter? Wir haben hier einmal ein Bracket, da können wir dann unsere Lüfter bzw. eine I/O installieren. Insgesamt passt hier Folgendes rein. 420, 420, 420, 420, 240. Also ihr kriegt hier eine Menge entweder an Airflow rein, wenn ihr das wollt. Oder natürlich auch dementsprechend habt ihr viele Optionen, eure I/Os zu verbauen. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr löblich, finde ich sehr, sehr gut. Wir haben ja auch viel Platz für Kabeldurchführungen an den entsprechenden Öffnungen, je nachdem, was ihr hier für Mainboardgrößen verbaut. Hier unten natürlich für die Lüfter dann dementsprechend. Ihr könnt hier vorne noch mit euren Kabeln durchgehen. Das ist auf jeden Fall alles sehr ordentlich. Des Weiteren schauen wir uns mal die Rückseite an.
Wie wir hier sehen können, also da kann das Kabelmanagement noch so schlampig ausfallen. Ich denke, ihr werdet hier genügend Platz haben, weil das hier, ich würde es jetzt mal schätzen, sind locker 7 cm, die ihr Luft habt. Hier unten haben wir gummierte Füße für das Netzteil, weil das wird praktisch hier so stehend gelagert mit den Lüfter hier Richtung Seitenteil. Kann dann dementsprechend auch seine Frischluft ziehen. Wir haben hier ganz viele Stellen, an denen wir hier SSDs montieren können. Wir haben hier zwei 2,5er Laufwerke, hier zwei 3,5er Laufwerke, wer das noch benutzt. Dementsprechend sieht das auf jeden Fall alles sehr gut aus. Eine Sache hätte ich fast noch vergessen. Wir haben natürlich auch unten Staubfilter. Auch den will ich euch nicht vorenthalten. Auch der wieder werkzeuglos. Einfach, ne, hier ein bisschen abheben, können dann rausziehen, rein und dann sind hier unten so zwei Haltenasen. Die gehen dann in zwei Löcher rein und dann ist er auch fest und wackelt hier nicht rum. Auch unten im Gehäuse selber haben wir hier nochmal eine Montagemöglichkeit, die wir rausnehmen können für die Lüfter bzw. für eine AIO. Auch das sehr löblich. Das sind zwei Daumen-Rändelschrauben. Könnt ihr dann mit einfach rausnehmen und dann ist auch schon gut. Die Besonderheit hatte ich ja vorhin schon angesprochen, dieses CTE-Designs ist praktisch, dass das Mainboard quer montiert wird und wir die Anschlüsse nach oben raus haben. Sieht man dann dementsprechend auch hier. Ihr habt hier ungefähr, naja, 3 cm, vielleicht 3,5, dass ihr die Kabel hier verlegen könnt. Hier würdet dann praktisch euer Mainboard die rückseitigen Anschlüsse haben. Könnt ihr dann dementsprechend alles anstöpseln. Hier sind die Ausgänge für eine Grafikkarte, wenn ihr sie in einer von drei Möglichkeiten, in dem Fall wäre das hängend, montiert, dann könnt ihr nämlich die Grafikkarte, eure Anschlüsse hier auch hier oben rausführen und dann habt ihr das hier. Thermaltake war aber so nett und hat euch noch ein bisschen Zubehör mitgegeben. Zu diesem Gehäuse kriegt ihr auf jeden Fall ein PCI Express 4.0 Riser Kabel mit dazu, in dem Falle in weiß, passend zum Gehäuse. Und ihr bekommt dazu, zeige es euch mal hier, das übliche Zubehör, da habt ihr hier Schräubchen und ein paar Kabelbinder und diese netten Klettteile fürs Kabelmanagement. Finde ich persönlich immer sehr gut. Aber ihr habt auch zwei Halterungen nochmal dabei. Für was sind die? Das ist relativ einfach erklärt. Ihr könnt nämlich die Grafikkarte, wie ich schon gesagt habe, auf drei verschiedene Arten montieren. Die eine ist, dass die Grafikkarte praktisch hier mit ihren Anschlüssen nach oben im Gehäuse hängt. Die zweite Möglichkeit ist, ihr dreht das praktisch um 90 Grad, dann habt ihr die Lüfter nach vorne ausgerichtet von eurer Grafikkarte, dann hängt sie auch wieder. Ihr könnt sie aber auch schwebend hier im Gehäuse montieren. Das finde ich auf jeden Fall eine coole Möglichkeit. Das bietet euch viel Variabilität. Es gab auch mal einen Test von Igor's Lab. Grüße gehen raus. Der hatte das Gehäuse auch schon mal in dem Fittichen, beziehungsweise ein anderes CTE-Design. Und da ist ihm aufgefallen, dass bei der Grafikkarte, die die testweise montiert hatten, das Kühlsystem nicht mehr richtig funktioniert hat, weil die Heatpipes anders ausgerichtet sind. Ja. Normale Grafikkarten sind halt dafür konzipiert, dass sie ganz normal hier so drinne sind. Ja, und mit dem Hängen hat es praktisch nicht mehr so ganz funktioniert. Das könnt ihr hier umgehen, indem ihr die Grafikkarte praktisch schwebend montiert. Hat aber den Nachteil, ihr müsst die Kabel dann hier hinten durchführen und hier. It was at this moment that he knew. He fucked up. Die gehen dann praktisch hier raus, eure Bildschirmanschlüsse sozusagen. Finde ich jetzt grundsätzlich kein Problem. Sieht halt gewöhnungsbedürftig aus für den einen oder anderen vielleicht, wenn die Kabel dann hier hinten am Gehäuse noch irgendwo zu sehen sind. Aber ja, wer wirklich Probleme mit der Kühllösung hat, kann das damit umgehen. Ich persönlich, ich habe ja auch ein CTE 750 und ich habe mit meiner MSI Supreme keine Probleme mit der Kühllösung. Also meine Grafikkarte wird nicht wärmer als vorher. Da stellt es kein Problem dar, aber das kann halt von Hersteller zu Hersteller variieren, je nachdem, wie das Kühlsystem der Grafikkarte ausgelegt ist. Ansonsten ist es wirklich ein schönes, großes Gehäuse. Es ist wirklich sehr sauber verarbeitet. Wir haben schöne große Standfüße,
haben dementsprechend auch viel Platz nach unten, wenn wir hier Lüfter saugend praktisch installieren ins Gehäuse, dass sie die Frischluft reinbringen. Dieses Gehäuse soll ja grundlegend den Kamineffekt ausnutzen. Das heißt, kalte Luft wird von unten angesaugt, erwärmt sich und steigt nach oben, wird dementsprechend dann hier durch zwei Lüfter wieder aus dem Gehäuse rausgeführt. Ich sag mal so, ja, wenn ihr hier Lüfter habt, hier Lüfter habt, hier Lüfter habt, hier nochmal Frischluft reindrückt, ja, dann habt ihr einen Überdruck und der drückt das sowieso wieder raus. Also hier könnt ihr so viele Lüfter installieren, das ist eigentlich schon fast Wahnsinn. Ja. Also wir haben hier insgesamt, wenn wir jetzt mal durchrechnen, 3, 6, 9, hier nochmal 3. Dann sind wir schon bei 12 und dann habt ihr oben die noch. Das heißt, ihr könnt in dieses Gehäuse 14 Lüfter installieren. 14. Also wer da keinen Airflow hinkriegt, dann weiß ich auch nicht. Ja? Von dem her finde ich das auf jeden Fall sehr gelungen. Es ist ein schönes, wirklich schönes Case. Es tut mir fast ein bisschen weh, dass ich nicht drinne baue, aber wie gesagt, das soll ja jungfräulich zu einem von euch kommen. Von dem her lasse ich da meine Finger davon. Bisschen schade. Hätte ich mir wirklich sehr, sehr gerne angeguckt, aber es kommt ja einem von euch zugute, von dem her kann es verschmerzen. Jetzt haben wir sehr viel positiv geredet. Es gibt natürlich auch Nachteile vielleicht an diesem Gehäuse. Einer, der mir einfallen würde, ist der Preis. Also eine UVP hat das Gehäuse von 220 Euro. Der Straßenpreis, wenn man so schaut im Netz, liegt so ungefähr zwischen 170 und 180 Euro. Das ist schon mal eine deutliche Ecke freundlicher. Das Geld sehe ich tatsächlich auch. Das ist wirklich wertig verarbeitet. Es hat keine scharfen Kanten. Ihr könnt alles werkzeuglos machen. Es ist groß. Das muss man natürlich auch dazu sehen. Also da ist auch eine dementsprechende Menge Material verbaut. Wir haben hier schöne Detaillösungen mit den ganzen Luftfiltern, dass sie alle magnetisch sind. Die Anschlüsse sind alle in Ordnung. Nachteil ist, ihr kriegt keinen Lüfter dazu. Das Gehäuse kommt so, wie es ist, nackt zu euch. Ja? Das heißt, hier ist erstmal nichts drin. Ihr müsst also dementsprechend auch noch Budget einplanen, dass ihr da genügend Lüfter installieren könnt. Hat auch den Vorteil, ihr kriegt keine Lüfter, die ihr vielleicht nicht benutzt. Ja? Den einen oder anderen stört das zum Beispiel gar nicht. Der sagt sowieso, ich baue mir da die und die Lüfter rein, weil die gefallen mir oder die will ich haben oder ja, die sehe ich da drinnen. Steht dann jedem frei, aber wie gesagt, es hat auch einen relativ hohen Preis und out of the box könnt ihr es so halt nicht benutzen, ja? Weil euch da einfach Luftstrom fehlt. Also ich würde es zumindest nicht empfehlen, ihr könnt es natürlich machen, ja? Auch das steht jedem frei, aber grundsätzlich, ich würde da schon ein paar Lüfter reinbauen, ja? Dass ihr zumindest einen gewissen Grad an Airflow habt, dass eure Komponenten da drinnen nicht abkochen. Ansonsten, sehr schön finde ich halt, wie gesagt, das Weiserkabel, was hier dabei ist. Das ist auch sehr lang tatsächlich. Also ihr solltet damit keine Probleme haben, egal wie ihr eure Grafikkarte einbaut, das Ding hier zum Laufen zu kriegen. Von dem her, mein Fazit zum Gehäuse. Mir gefällt es sehr gut. Ich finde den Aufbau sehr schön. Ich finde tatsächlich auch sehr schön, dass alles werkzeuglos geht. Ich finde die Variabilität gut. Also wie ihr eure Grafikkarte einbauen wollt, ist es völlig euch überlassen. Ich finde auch gut, dass ihr die Wahl habt zwischen dem Glas-Frontteil oder dem Mesh-Frontteil. Ich persönlich würde mich für das Mesh-Frontteil entscheiden, weil ich das optisch nicht hässlich finde. Man sieht immer noch die Lüfter sehr schön durch und ihr habt einfach ein bisschen mehr Airflow. Ja? Aber auch wie gesagt, das ist eine reine Geschmackssache oder eine reine Präferenz. Der eine sagt, ich will mehr Airflow, der andere sagt, Hauptsache es sieht schön aus. Kann jeder für sich entscheiden. Ansonsten bleibt mir nicht viel zu sagen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Diese Gehäusevorstellung mit, sage ich jetzt mal, einem Teardown. Lasst mir mal bitte in den Kommentaren da, wie gefällt euch das Gehäuse? Findet ihr das okay? Findet ihr den Preis angemessen? Wie sieht es mit Lüftern aus? Verbaut ihr da sowieso eher eigene oder sagt, ja, wäre schon schön gewesen, wenn da so 4 bis 6 Lüfter wenigstens dabei gewesen wären? Lasst es mich mal wissen, würde mich interessieren. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Restwoche. Ja. Lasst ein Like da, abonnieren, Glocke drücken
Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, euer Roy. Ciao. Thank you.